Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Geschichten tun ja so, als hätten sie einen notwendigen Anfang. So auch die Geschichte der Digital Humanities in Göttingen. Ich könnte sie also wie folgt erzählen. Angefangen hatte alles damit, dass Andrea Rapp und ich vor unvordenklichen Jahren darüber nachdachten, wie man aus den wunderbaren historischen Beständen der Göttinger Bibliothek ein Korpus der Romane des 18. Jahrhunderts bauen könnte. Auf eine solche Idee muss man in Göttingen geradezu mit Notwendigkeit kommen, denn hier gibt es ebenso den einmaligen Bücherbestand zum 18. Jahrhundert wie auch ein Digitalisierungszentrum. Mit der Erwähnung des Digitalisierungszentrums ist freilich schon deutlich, dass auch diese Geschichte nur so tut, als hätte sie einen Anfang in jenem Gespräch über Romane. Tatsächlich gehen ihr das Digitalisierungszentrum und damit Ideen und Anstrengungen gerade der Bibliothek, hier unter Elmar Mittler und jetzt unter Norbert Lossau voraus, die digitale Welt nicht als Bedrohung, sondern als Chance der Bücher und der Geisteswissenschaften zu sehen. Das heißt auch, dass die Geschichte der Digital Humanities in Göttingen bereits beginnt, als noch viele Kollegen gerade in meinem Fach fest davon überzeugt waren, dass das Internet nur eine Mode und E-Mail ein weiterer überflüssiger Anglizismus sei. Vor diesen und anderen Vorurteilen haben Andrea Rapp und ich dann viele Jahre zuvor Pioniere wie Kurt Gärtner, Manfred Haller, Werner Wegstein und Fotis Janidis bewahrt. Und so hat die Geschichte der Digital Humanities auch in Göttingen nicht eigentlich einen Anfang, sondern viele Anfänge und die nicht nur in Göttingen. Es ist nicht die Weisheit der Menge, aber doch einiger erheblicher Köpfe, die weiter als andere gesehen haben. Schließlich kamen Projekte dazu, allen voran natürlich TextGrid, aber auch die ersten Infrastrukturprojekte aus der Werkstatt der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Heike Neuroth, sodass ich kaum übertreibe, wenn ich sage, dass es die Bibliothek war, die Motor der Entwicklung war und ist. Die Fächer bleiben hier zunächst unter sich, ob die Juristen wie Gerald Spindler mit ihrer Expertise im Medien- und Urheberrecht, die Musikwissenschaft mit Andreas Watzkatz arbeiten an der E-Note History, die Archäologie mit den Interessen eines Johannes Bergemann an der Klassifikation von Grabungsdaten oder die Soziologie von Volker Wittke mit der Forschung zur Metaconomy. Vermutlich waren es am Ende die Aggregation einer hinreichenden Masse an Köpfen, Ideen und Projekten, die dazu geführt haben, dass aus den einzelnen Anstrengungen schließlich so etwas wie das Göttingen Center for Digital Humanities wurde. In der Politikwissenschaft mit Andreas Busch, in der Mikroökonomie mit Claudia Käser, in der Linguistik mit Anke Holler und Regine Eckert, um nur ein paar Namen zu nennen, hatten sich die Geistes- und Sozialwissenschaften auch hier am Standort verändert. Und die Verbindung mit den digitalen Methoden und Fragestellungen war im Zentrum von immer mehr Fächern angekommen. Aber auch das wäre noch nicht hinreichend gewesen, um damit mehr als temporäre Allianzen zu bilden. Wenn nicht in der Informatik unter Dieter Hochgräfe und Eckhard Motrow, in der Medizin und Informatik unter Otto Rienhoff, in der Physik durch Arnulf Quadt und den gemeinsamen KRIT-Veranstaltungen, in der GWDG mit Oswald Hahn und am neuen Max-Planck-Institut durch Steven Wörterbeck und Norbert Wenige, die digitale Modernisierung eine Aufgabe der besten Ideen geworden wäre. Und damit auch noch nicht genug, mit Helwig Schmidt-Klinzer und Thomas Stecker von der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und Christian Stark und Angelika Schade von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen waren schließlich genug Neugierde, Interesse und Sachverstand zusammen, damit ein solches Zentrum nun endlich lebendig werden kann. Offiziell oder formell im Amtsblatt wurde es am 1. Januar 2010 dann tatsächlich auch ins Leben gerufen. Die Geschichte ging also gar nicht so aus, wie sie begonnen hatte. Statt ein Romankorpus wurde ein Digital Humanities Center aufgebaut, das den Aufbruch so vieler Fächer zusammenführen soll, ohne in einer allgemeinen Interdisziplinarität aufzugehen. Um den Prozess des Umbaus der Fächer in Richtung auf die Integration und Erweiterung um computerbasierte Methoden voranzubringen, lag es dann nahe, die unterschiedlichen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer in einem Verbundantrag einmal zu vereinen. Und zwar so, dass ihre jeweiligen disziplinären Besonderheiten Rechnung getragen wird. Herausgekommen ist ein gerade in die Förderung des Niedersachsen vorab mit einer Kortele aufgenommener Projektverbund.
Für die Aufnahme in die Förderung möchte ich mich schon hier im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken. Dieser Verbundantrag hat drei Teile. Sein erster Teil bindet die Archäologie, Akademievorhaben und Vorhaben der Herzog-August-Bibliothek unter dem Titel Digitale Bibliothek und virtuelles Museum zusammen. Sein zweiter, sozialwissenschaftlicher Teil, vereint unter der Überschrift Internet und Gesellschaft Vorhaben der Soziologie, Politikwissenschaft und des Max-Planck-Instituts für die Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Und sein dritter Teil baut Lehre und Infrastruktur auf. Und dieser dritte Teil ist kein Appendix, sondern schlicht die Bedingung der Möglichkeit einer sinnvollen Etablierung der Digital Humanities und nur dank der Informatik hier auch sinnvoll umzusetzen. Die Geschichte wäre also jetzt freilich fast unvollständig, wenn nicht erwähnt würde, wie sehr eine solche Transformation der Geistes- und Sozialwissenschaften an der kritischen Begleitung der Forschungsförderer hängt. Herr Gevers und Herr Eichel vom MWK, Herr Krull, Herr Horstmann und Frau Schöllesi von der Volkswagen Stiftung, Herr Nährlich und Herr Kahler vom BMBF und Herr Kümmel von der DFG haben beharrlich nachgefragt, was Zielsetzung, Mitteleinsatz und langfristige Folge einer solchen Erweiterung der Geistes- und Sozialwissenschaften sein könnte. Und das hat vieles geklärt, mindestens in meinem Kopf. Es gab also nie einen strategischen Masterplan Digital Humanities, eher eine Schnapsidee, von der Norbert Lossau vorhin gesprochen hat, eher eine sich beschleunigende Entwicklung, die nun schon selbst wiederum Geschichte geworden ist. Nun aber gibt es das alles und vor allem arbeiten hier seit kurzem neue Gesichter, wie Juan Garcés, der neue Koordinator des Göttingen Centers. In GCDH, also jetzt schon zum Akronym degeneriert, kommt eine Reihe von Institutionen zusammen mit dem Ziel, Digital Humanities in drei Richtungen voranzubringen. Die Institutionen sind die juristische, die philosophische, sozialwissenschaftliche, theologische, wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Staats- und Universitätsbibliothek, die Göttinger Akademie der Wissenschaften, die GWDG, die MPDL und die Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Und die kommen zusammen mit dem Ziel, Forschung, Lehre und Infrastruktur für die digitalen Vorhaben in den Geistes- und Sozialwissenschaften gemeinsam voranzubringen. Forschung, das heißt, dass wir über die laufenden Projekte hinweg neue Projekte unterstützen wollen, etwa für die digitale Erschließung von koptischen Texten mit Professor Heike Behlmer. Texte, die nach den besten bewährten Methoden kritisch ediert werden sollen, aber auch zusätzlich mit innovativen Methoden. Methoden, die erst durch das digitale Medium richtig ermöglicht werden. Lehre, das heißt die Einführung eines Zweifach-Bachelors- und Masterstudiums, Informatik sozusagen plus eine Geistes- oder eine Sozialwissenschaft, bis zum Wintersemester 2012. Eine solche Konvention soll auch in den Lehramtsstudiengängen möglich werden. Wir brauchen schließlich auch in den Schulen einen intelligenteren Umgang mit dem Computer. Und Infrastruktur heißt Probleme wie etwa die langfristige Archivierung oder das Rechtemanagement für komplexe Projektvorhaben umzusetzen. Sie wären dann nicht Aufgabe der Wissenschaft selbst, sondern können von dem Center übernommen oder vielleicht vermittelt werden. Das alles wollen wir nicht als ein isoliertes Zentrum tun, sondern als ein Knotenpunkt im Netzwerk verwandter digitaler Humanities-Einrichtungen. Die Beteiligung an der gemeinsamen Abstimmung über ein Kerncurriculum für die Digital Humanities zum Beispiel, wie es das Kölner E-Humanities Center initiiert hat, gehören dazu, wie auch die Mitarbeit in Daria oder international im CenterNet und in der Alliance of Digital Humanities Organizations. Ziel ist dabei nicht die Etablierung eines separaten Faches Digital Humanities. Digital Humanities ist nur in enger, fächerübergreifender Zusammenarbeit möglich. In diesem Sinne hoffe ich, dass das GCDH ein nicht nur virtueller Ort wird, eine Anlaufstation sozusagen, wo man nicht nur kompetent über digitale Arbeitstechniken aufgeklärt werden kann, sondern auch wirklich
im interdisziplinären Gespräch inspiriert wird von der innovierenden Kraft dieser neuen Methoden. Das Ziel des GCDHs also ist es, durch computerbasierte Konzepte, Methoden und Fragestellungen ganz einfach ein selbstverständlicher Teil der Geistes- und Sozialwissenschaften werden zu lassen. Vielleicht also fängt die Geschichte, die der Herr Losser eben erwähnt hat, der Digital Humanities hier in Göttingen immer wieder neu an. Wichtig ist nur, dass sie dies mit jener Begeisterung tut, wie das zum Beispiel Hans Rüthimann, auch er einer der Pioniere in Digital Humanities und heute, wie mir gesagt wurde, unter uns. Und dies erzählt, wie begeistert er war, als man vor unvordenklicher Zeit in einem Telefonhoppler zum ersten Mal die Bibliografie des MLA, der Modern Language Association, durchsuchen konnte. Das war die Begeisterung damals. Für den Enthusiasmus heute sind wir verantwortlich. Mit meinen Kollegen, meinen neuen Kollegen, Sally Chambers, Christiane Fritze, Gabriele Kraft und Matt Manson und mit vielen von Ihnen hoffentlich, wollen wir das angehen. Und damit fängt eine neue Geschichte wieder an. Vielen Dank.